0 Uhr 21. Nice. Fangen wir an. Wir fangen an. Was geht, Freunde? Herzlich willkommen zu einem etwas späteren Video heute auf meinem Kanal. Wir haben es mittlerweile schon Mitternacht. Ich hatte gerade einen kurzen Blitzgedanken, beziehungsweise ich hatte gerade eine kleine Idee für ein kleines, neues und vielleicht auch cooles Format. Ich habe keine Ahnung, wie das bei euch ankommt, beziehungsweise ob YouTube das überhaupt zulässt. Ihr habt es wahrscheinlich im Titel eh schon gelesen. Diese Tracks müsst ihr auf jeden Fall auf euren nächsten Gigs spielen. Irgendwie so werde ich das im Titel reinschreiben. Aber Freunde, ich habe mir dabei Folgendes gedacht. Und zwar, wie ihr wisst, bin ich ja fleißig immer bei Beatports und iTunes unterwegs. Das heißt, ich kaufe viele Tracks. Ich lade mir fast täglich neue Tracks runter, die ich meiner Playlist auf jeden Fall brauche. Und heute werde ich euch 9 heftige und überkranke Drops zeigen, die auf keiner Elektroparty, in keinem Club fehlen darf. Ich kann euch aber jetzt schon sagen, Freunde, die Drops, die scheppern hier alles weg. 9 Tracks habe ich vorbereitet. Ich habe auch schon mal ein bisschen vorgespult. Ich würde sagen, lehnt euch zurück, setzt euch am besten Kopfhörer auf oder dreht eure Anlage Vollgas auf, denn die Tracks, die schallern richtig. Track Nummer 1, I Wanna Know, Groover Bootleg, absolut geiler Typ. Macht absolut geile Remixe, Bootlegs. Und ich spiele euch jetzt den Drop mal vor. Ihr könnt parallel mal in die Kommentare schreiben, welcher Drop euch von den ganzen Songs am besten gefallen hat. Also ich habe euch wirklich nur die Tracks rausgesucht, die ich zu 100.000% in dem Club oder auf meinem nächsten Gig spielen werde. Seid ihr ready? Ich bin's auf jeden Fall. 3, 2, 1, let's go! Im Bass. Okay, mehr kann ich leider nicht zeigen. Ich habe mich zwar schon schlau gemacht über die Musikbibliothek von YouTube, aber irgendwie kriegt es YouTube nicht hin, beziehungsweise nicht jeder Song ist da vorhanden. Deswegen weiß ich nie, ob ich den Track verwenden kann oder nicht. Deswegen nur die 10 Sekunden. Aber Freunde, was sagt ihr? Drop Nummer 1 ist ungefähr sowas von heftig. Ich feiere Vocals. Ich feiere diese Kick im Bass, Drums, whatever. Ist einfach viel zu krank. Kommen wir zu Track Nummer 2. Ich hoffe, ich ziehe das Video jetzt nicht unnötig in die Länge. Auf jeden Fall Remix von Paul Gannon oder Gannon. Ich weiß nicht, wie man ausspricht. Tones and I, Bad Child. Ich weiß, mein Englisch ist nicht das Beste. Aber Freunde, hört euch mal den Drop an. Und also wenn der in dem Club fehlt, dann weiß ich auch nicht. Let's go. 140 oder 160 BPM. Gib ihm. Leute, wie krank ist der Beat bitte? So, ich muss eindeutig lauter machen. Wie gesagt, Links findet ihr in der Videobeschreibung, wenn ich es nicht vergesse. Wir switchen direkt mal zum nächsten Track auf Soundcloud. Ein Produzent, den ich seit gestern erst kenne, beziehungsweise gefunden habe. Was der für Remixe macht, ohne Scheiß. Ich ziehe so den Hut ab. 593 Abos hat er zwar auf seinem Soundcloud-Profil, aber der hat viel, viel mehr verdient. Deswegen, falls ihr ihn supporten wollt, Leute, lasst gerne mal ein Like da. Auch natürlich auf mein Video, wenn ihr Bock habt. Und seine Remixe bestehen eigentlich nur aus Kick and Bass. Das heißt, richtig saftige Kick, geiler Bass und dazu ein paar Synthesizer noch reingeklatscht. Aber hört euch das einfach mal an. Der Drop. Kick and Bass. Wenn der nicht schallert. Leute, wenn der nicht schallert, dann weiß ich auch nicht. Ich finde es so krank. Allein die Qualität viel zu geil. Hier Link zum kostenlosen Download. Könnt ihr euch gerne runterladen. Und nächster Track auch wieder von ihm. Ich glaube, die restlichen Tracks sind von ihm. Salzke heißt der gute Typ. Wie gesagt, habe ich noch nie gehört. Ich kannte ihn davor nicht. Ich bin nur auf YouTube kurz von irgendeinem YouTube-Channel auf ihn aufmerksam geworden. Aber die Tracks, die werden noch heftiger. Leute, die werden noch heftiger. So, let's go. Let's go.
Maria, Mann. Junge, was ist das für ein kranker Track, Mann? Ah, den habe ich mir, ich glaube, das war der erste Track, den ich von ihm gehört habe. Den habe ich mir safe runtergeladen. Man sieht sogar hier, Leute, ihr könnt es einfach per einem Mausklick euch direkt den Track holen, auf mehr klicken, Datei runterladen. 320 Kilobit, also perfekte Qualität. Wir gehen weiter zum nächsten Track. The Way, auch wieder Salzke. Ich hoffe, ich spreche den Namen auch richtig aus. Ist auch scheißegal. Aber Leute, es wird noch heftiger. Es wird noch heftiger. Dazu brauche ich nichts mehr sagen. Viel zu krank. Viel zu krank. Ihr merkt schon, Leute, ich bin... Oh, ich habe gerade so viel Energie, ich würde es am liebsten auflegen, Mann. So, nächster Track. Along Came Polly. Kenne ich nicht. Deswegen, ich spiele es halt nur 10 Sekunden ab. Nicht, dass ich GEMA-Probleme habe. Ich werde ja sehen, ob ich das Video hochladen kann oder ob es veröffentlicht wird oder nicht. Aber ich hoffe schon, dass ihr ja, ein bisschen geile Mucke haben könnt. Weil der Grund war, warum ich dieses Video auch mache. Es gibt immer noch Zuschauer von mir. Die schreiben mir unter Reaction-Videos oder irgendwelche anderen Videos, wo ich denn meine Musik herbekomme. Leute, ich kann es euch immer wieder sagen, ich habe dazu schon ein Video gemacht. Schaut es gerne an, schaut gerne oder scrollt mal bei mir auf meinem Kanal ein bisschen nach unten. Ich habe euch dazu ein kleines ausführliches Video gemacht und hier habt ihr das nächste Video. Das heißt, wenn ihr Musik braucht, schaut in die Videobeschreibung, wenn ich es nicht vergesse. Und wir machen einfach weiter. Hört ihr das? Left, right. Let's go. Ah, nächster Track. Crusade. Er, also Salzke. And What Sober Edit. Free Download. Leute, kostenlos. Ich glaube... Warte mal, welcher war das? Doch, der könnte sein. Der ist auch so richtig underground. Kick and Bass. Kranker Shit, Leute. Kranker Shit. So, ihr seht schon die Kommentare. Damn, I really like this part. Nice, bro. Nice, nice. Not bad. Not bad? Leute, was ist das? Das ist ein kranker Beat, Mann. Vorletzter Track, auch wieder von ihm. Also die ganzen Tracks, die ich euch jetzt hier gezeigt habe, habe ich mir gestern runtergeladen. Also ich habe mir überlegt, dass ich jeden Monat ein Video davon mache und euch einfach die geilsten Tracks zeige, die ich aktuell am meisten feiere. Und ja, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ich mehr Videos davon machen soll. Und wir kommen zum vorletzten Drop. Auch ziemlich nice. 3, 2, 1, let's fetz. Kick your bass. Ab, Mann. Wie krank ist der Drop? So, letzter Track. Noise Basses. Break Him Up. Absolut geiler Künstler auch. Verfolge ich auch schon länger. Bietet seine Tracks auch kostenlos zum Download. Hier sieht man es auch nochmal. Videobeschreibung. Download. Draufklicken. Kostenlos runterladen. Genießt den letzten Drop, Freunde. Break him up the noodles. Break them up. Drop them. Hui, Leute, ohne Scheiß, ich hätte so Bock jetzt aufzulegen. Mit den Tracks, mit den neuen Tracks, ich glaube, ihr werdet der King. Ihr wisst, ich feiere Techno, ich höre auch ab und zu Hardstyle, zwar sehr selten, aber es kommt vor. So, wenn ihr Bock habt, dass ich so ein Video nochmal drehe, Freunde, ab in die Kommentare.
Ich verabschiede mich jetzt. Ich muss erstmal ein bisschen klarkommen auf die ganzen Drops. Einen Mix wird es dazu auch noch geben. Deswegen schaut beim anderen Kanal auch noch gerne vorbei. Ihr könnt mir jetzt in die Kommentare schreiben, welchen Drop ihr am meisten gefeiert habt. Und ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, Freunde. Wir sehen uns zum nächsten Video. Haut rein. Bis dann. Und...